Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um, eine extreme Stärkung der Bundesnetzagentur und gleichzeitig dem Wegfall von verschiedenen Verordnungen, wie wir sie bisher in der Energiewirtschaft gekannt haben. Ein ganz schöner Kracher, weil das EU-Recht jetzt mal richtig durchgeschlagen hat. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, 2021 gab es da mal ein größeres Urteil. Das wurde jetzt in einen Gesetzesentwurf reingepackt und das ändert ganz schön viel für uns, die sich mit der Regulierung, mit behördlichen Vorgaben, mit Verordnung und Co. in der Energiewirtschaft auseinandersetzen. Und ja, schauen wir einfach mal rein und nehmen das mal so ein bisschen auseinander. Also ihr werdet eventuell schon gesehen haben, am 3. Mai habt ihr beim Bundeswirtschaftsministerium den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben? So. Erstmal, solche Überschriften sind ja ein bisschen kryptisch. Ihr kennt das grundsätzlich, wenn größere Dinge passieren. Ich klicke deswegen einmal in eine vorige Variante, ne? Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel ein ähnlich klingendes Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutzsofortprogramm und zur Anpassung im Recht der Endkundenbelieferung. Das war damals im EEG-Kontext zu sehen. Ne? Deswegen gab es hier größere zusammenhängende Änderungen des Energiewirtschaftsrechts wegen des EEGs. Und jetzt in diesem unseren Fall gibt es Änderungen des Energiewirtschaftsrechts in mehreren Gesetzen und Verordnungen aufgrund von unionsrechtlichen Vorgaben, nämlich Europäische Union. Über die sprechen wir dabei. Was ist hier passiert? Der Entwurf dient insbesondere der Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 2. September 2021, C 718/18. Ihr könnt das hier einfach nehmen und bei Google oder der Suchmaschine eurer persönlichen Präferenz eingeben und kommt dann zum Beispiel hier auf solche Seiten wie hier Infokuria von Europa EU. Ihr habt das aber auch bei juris.de und solchen Seiten, wo dann hier gesprochen wird über eine Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats, nämlich Bundesrepublik Deutschland, rund um den Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarkt. Ne, ihr erinnert euch, der Strombinnenmarkt war so das Thema, wie damals die ja, überhaupt Regulierungsfindung in Deutschland zustande kam, vor vielen, vielen Jahren, überhaupt erstmal wir losgelegt haben, aus der klassischen monopolartigen Welt wegzukommen. Und hier ist also tatsächlich ein Urteil gegen Deutschland gekommen. Und schlussendlich wird das, was da angekreidet wurde, jetzt auch umgesetzt. Ganz einfach gesagt, hat die Gesetzgebung zu sehr eingegriffen in die Regulierung der Strom- und Gasmärkte. Nämlich in dem Sinne, dass viel zu sehr mit Verordnungen und Gesetzen sehr genau vorgegeben wurde, was zum Beispiel die Bundesnetzagentur wie tun soll. Denn eigentlich muss die Bundesnetzagentur als unsere Aufsichtsbehörde für den Strom- und Gasmarkt sehr, sehr eigenständig handeln, na, damit sie eine unabhängige Aufsichtsbehörde ist. Sie ist natürlich in diesem Kontext dem Bundeswirtschaftsministerium zugeordnet und sie hat jede Menge verschiedene Verordnungen und Gesetze, wie zum Beispiel eine Gasnetzentgeltverordnung, eine Stromnetzugangsverordnung und so weiter, Anreizregulierungsverordnung, die regeln, wie sie zu handeln hat. Das ist nicht zulässig, wurde hier in dieser Entscheidung nun mal festgestellt. Und jetzt, ne, so anderthalb Jahre danach, sind wir soweit, dass das in deutsches Recht umgesetzt werden soll. Außerdem haben wir hier ein paar Anpassungen, vor allem nochmal rund um den Netzausbau. Das werde ich jetzt hier mal weitestgehend rauslassen. Da machen wir nochmal dem nächsten Video, wie Stromnetzausbau in Deutschland so funktioniert. Und auch hier zum Beispiel die Elektromobilität, das müssen wir mal separat machen. Das heißt also hier Bundesbedarfsplangesetz, Netzausbaubeschleunigungsgesetz und so weiter, lassen wir mal raus. Wir gucken uns gleich mal etwas genauer an, wie hier das Energiewirtschaftsgesetz und die Verordnungen angefasst werden, um der Bundesnetzagentur mehr Rechte, mehr Eigenständigkeit zu geben. Das ist mega krass, weil das eben auch bedeutet, dass mittelfristig diese Verordnung, ne, also Netzentgeltverordnung, Netzzugangsverordnung, Anreizregulierungsverordnung, dass die wegfallen werden und die Bundesnetzagentur dann entscheiden kann, ob sie die bisherigen Regelungen so im Großen und Ganzen übernehmen möchte oder das neu regeln wird, grundsätzlich neu regeln wird. Wir kommen gleich dazu. Das ist krass, ne? Das ist wirklich eine heftige Entwicklung. Also hier bei diesem Entwurf ist es noch ein Entwurf des Ministeriums, noch nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und beschlossen. Stellungnahmen bis zum 5. Mai,
hier an diese E-Mail-Adresse, ist jetzt ein bisschen kurzfristig für euch, die sich das Video anschauen. Hier übrigens wichtig, wer solche Stellungnahmen in so einem Kontext abgibt, muss komplett im Lobbyregister vollständig hinterlegt sein und muss da auch seine Lobbyregisternummer mitschicken. Also hier ist es nicht ganz so simpel, dass man einfach eine E-Mail schickt als Experte oder als Unternehmen. Hier muss man auch wirklich nachweisen, dass man im Lobbyregister drin ist, um einfach da auch so, naja, in Einflussnahmen ein bisschen öffentlicher zu machen. So, jedenfalls habt ihr unten dann den Link auf dieses PDF und das sind dann hier diese 132 Seiten. In den ersten Infos wird nochmal darauf hingewiesen, es gibt da dieses europäische Gerichtsurteil. Um das jetzt zu lösen, kommt jetzt hier wirklich was ganz, ganz, ganz Wichtiges. So. Um jetzt also hier diese Entscheidung umzusetzen, wird die Verordnungsermächtigung des Paragraphen 24 Energiewirtschaftsgesetz aufgehoben? Da gehen wir jetzt mal rein, was das bedeutet. So, Paragraph 24 Energiewirtschaftsgesetz. Die Regelungen zu den Netzzugangsbedingungen entgelten für den Netzzugang sowie zur Erbringung und Beschaffung von Ausgleichsleistungen, Verordnungsermächtigung. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Bedingungen für den Netzzugang zu regeln, ne? Oder auch die unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde diese Bedingungen festlegen und genehmigen kann. Und welche Sonderfälle, bla bla bla. Und Rechtsverordnungen für verschiedene Themen. Also die Aussage, dass die Bundesregierung ermächtigt wird, das zu tun, wird aufgehoben. Damit wird also im Energiewirtschaftsgesetz klar nochmal gesagt, dass die Verordnungen der Regierung, nochmal, Gasnetzzugangsverordnung, Gasnetzentgeltverordnung, das gleiche für Strom, Einheitsregulierungsverordnung und so weiter, keine derartige Wirkung mehr haben werden. Ja, also auch hier in der Paragraph 21a NWG gilt das Gleiche, das ist, ne, Regulierungsvorgaben für die Anreize, ne, also Anreizregulierungsverordnung, bla bla bla, das wird aufgehoben. Beide Verordnungsermächtigungen werden daher durch Festlegungskompetenzen der nationalen Regulierungsbehörde ersetzt. Die Bundesnetzagentur bekommt neue, klare und ausschließliche Festlegungskompetenzen für die Regulierung unserer Märkte. Und das ist ganz schön heftig. Das wird hier im NWG nochmal genauer ausformuliert, dass jetzt die Bundesnetzagentur diese Rechte dann haben wird. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Das ist mega, mega krass. Ja? Hier wird auch nochmal formuliert, ne? Diese Aufhebung werden, oder was bisher drin stand, wird nach Ablauf einer Übergangszeit vollständig aufgehoben. Das heißt, die Verordnungen werden in ein paar Jahren komplett nicht mehr existieren. Also in ein paar Jahren gibt es keine Stromnetzzugangsverordnung mehr und auch keine Stromnetzentgeltverordnung mehr und so weiter. Die werden aufgehoben werden. Krass. So, in der Übergangszeit erhält die nationale Regulierungsbehörde einerseits die Möglichkeit, aus ihrer Sicht änderungsbedürftige Regelungen zu ändern. Andererseits soll in der Übergangszeit ermöglicht werden, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes normatives Regulierungsrecht inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis zu erhalten, soweit sie es für sachgerecht hält. Bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung sollen vermieden werden. Anders gesagt, man hofft, dass die Bundesnetzagentur weitestgehend übernimmt, was bisher vom Gesetzgeber kam. Ist sich aber auch bewusst, das müssen die überhaupt nicht. Aber es wäre schon schön, wenn sie es nicht allzu bruchartig machen würden. Ist klar. Alternativen? Keine. Das Urteil ist in nationales Recht umzusetzen. Also, was hier als Entwurf kommt, wird wahrscheinlich in etwa in dieser Form auch beschlossen werden müssen. Haushaltsausgaben. Für den Bundeshaushalt entstehen Haushaltsausgaben in Höhe von jährlich ca. 10 Millionen Euro, sowie nochmal einmalig 0,7 Millionen Euro, durch die zusätzlichen Aufgaben für die Bundesnetzagentur. Also jährlich 10 Millionen Euro für weitere Kosten der Bundesnetzagentur. Man könnte daraus auch schließen, wer schon immer mal bei der Bundesnetzagentur arbeiten wollte, kann es demnächst wahrscheinlich da Bewerbungen hinschreiben. Die werden wahrscheinlich wachsen müssen auch. Ja, weiteres Blabla. Dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Artikel 1, Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Hier sind die meisten klaren Positionen. Seite 4 bis, ich gehe jetzt mal runter, bis Seite, ich meine 38 war das. Ja, genau. Also Energiewirtschaftsgesetz, das meiste, da gucken wir auch gleich genauer rein. Ansonsten nochmal Änderung des, ich sag mal, Bundesnetzagenturgesetzes, wo gesagt wird, es gibt nochmal hier den Länderausschuss, wo
die Landesregulierungsbehörden jeweils ein Mitglied hinschicken dürfen. Hier, dieser Vertreter muss aber in seiner Ausübung von Einflüssen privater oder öffentlicher Stellen, einschließlich Regierungsstellen, unabhängig sein, darf auch nicht in Ministerien sitzen und so weiter. Ne? Also hier nochmal klar die Aussage, selbst in diesem Länderausschuss muss eine Freiheit von Regierungseinflüssen herrschen. Mega witzig, so. Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wo eben zum Beispiel der Verweis auf die Gasnetzzugangsverordnung gestrichen wird und ersetzt wird durch einen Hinweis im Energiewirtschaftsgesetz, weil die Gasnetzzugangsverordnung gibt es ja dann nicht mehr. Oder die Regelungen, die da drin standen, kamen von der Regierung, nicht von der Bundesnetzagentur, sind deswegen nicht mehr relevant. Jetzt wird darauf hingewiesen, dass im Energiewirtschaftsgesetz nochmal gesagt wird, die Bundesnetzagentur entscheidet das. So kann man das alles verstehen. Und jetzt kommt es hier, ne? Artikel 4, Änderung der Gasnetzentgeltverordnung. Ihr seht schon, was hier steht. Paragraph 29, weggefallen. Paragraph 30, weggefallen. What the fuck? Wir gehen mal rein. Paragraph 29 GasNEF, Mitteilung gegenüber der Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde kann zur Einführung des Verfahrens, zur Festlegung oder Entscheidung treffen, zu Umfang, Zeitpunkt, Form, Datenträger und Übertragungswegen. Und Festlegung der Regulierungsbehörde. Zur Verwirklichung des Verfahrens, kann die Regulierungsbehörde Entscheidung treffen. Ja, nee. Kann sie sowieso und zwar vollumfänglich. Was ihr in der Verordnung, die zu 99% regelt, was ihr dann sagt, na, das kleine Prozent, das darf dann die Bundesnetzagentur noch machen. Nee, nicht zulässig. Die darf alles machen. Und so könnt ihr euch das vorstellen mit auch den anderen Verordnungen. Wenn ihr jetzt hier weiter scrollen, seht ihr das ja auch bei der Stromnetzentgeltverordnung. Weggefallen, weggefallen, weggefallen. Ne? In der Stromnetzzugangsverordnung. Weggefallen, weggefallen. Anreizregulierungsverordnung, weggefallen, weggefallen. Gasnetzzugangsverordnung, weggefallen, weggefallen. Das verschwindet. Hier werden also jetzt schon die Aussagen, dass die Bundesnetzagentur so ein, zwei Dinge tun darf, das wird jetzt schon vollständig ersetzt. Also ist einfach weg. Und wir werden dann nochmal sehen, im Energiewirtschaftsgesetz selbst wird klar gesagt, die Bundesnetzagentur darf regulieren. Ohne Einschränkungen im Prinzip. So, ansonsten haben wir dann so Punkte wie Systemstabilitätsverordnung, wo gesagt wird, na, so ein Berichtswesen jährlich zum 1. Dezember. Nein, Berichtswesen auf Anforderung der Bundesnetzagentur. Also so Kleinigkeiten, dass selbst so vom Gesetzgeber vorgeschriebene Zeitpunkte für einen Bericht oder für Anforderungen, für was auch immer, dass das nicht mehr gilt, sondern das wird jetzt gemacht, wenn die Bundesnetzagentur es will. Mega. Ja, und das zieht sich hier so durch, beziehungsweise dann sind wir irgendwann bei diesen Netzausbau-Themen, was ich erwähnt habe, da gibt es so ein paar Details, das werden wir jetzt nicht genau uns anschauen. Ihr seht aber auch hier ist nochmal ein bisschen was einfach geregelt rund um den Netzausbau. Kurze Änderung im Messstellenbetriebsgesetz, ne? Hier wird einmal für die Lastprofile gelten weggenommen und auch hier nochmal etwas rund um diese Verordnungen, die da gelöscht werden. Auch im EEG. Kleinigkeiten, Kohlestrombeendigungsgesetz, auch hier Bundesnetzagentur, klare Fähigkeiten aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes. Und dann Artikel 17. Hier wird es nochmal ganz plakativ. Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und dann die Gasnetzentgeltverordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 27 außer Kraft. Die Stromnetzentgeltverordnung tritt 28 außer Kraft. Die Stromnetzzugangsverordnung, Dezember 25 außer Kraft. Anreizregulierungsverordnung, Dezember 28. Gasnetzzugangsverordnung, 31. Dezember 25. Wir werden also Ende 25 unsere Zugangsverordnung für Strom- und Gasnetz nicht mehr haben. Und wir werden 27 Gasnetzentgeltverordnung und 28 Stromnetzentgelt- und Anreizregulierungsverordnung weg haben. Ich glaube, das hängt hier mit den mit diesen Regulierungsperioden zusammen, in denen ja praktisch immer so ein Preisgefüge oder ein Kostennetzentgeltgefüge immer für mehr, ich glaube, 5 Jahre am Stück immer besprochen wird. Das hier ist ganz schön heftig. Also das zeigt es nochmal ganz plakativ. Hier werden einige unserer zentralen Regulierungsverordnungen einfach wegfallen. Huiuiuiui. Und das ist nun schlussendlich hier am Anfang. Hier müssen wir mal kurz an, ich glaube, Seite 4 war das doch, wo sie losgehen. Genau, das wird hier nun alles im Energiewirtschaftsgesetz relativ klar ausformuliert.
Ihr seht hier verschiedene Punkte, ne, weggefallen. Auch hier seht ihr Sachen rund um den Netzausbau. Deswegen müssen wir so ein bisschen unterscheiden, was uns gerade interessiert bei unserem Thema. Aber schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass wir nach diesen ganzen Punkten, jetzt muss ich mal, ich scroll es einfach mal, weil das ist, meine ich, alles hier Netzthema, genau, Verteilnetzausbau, das ist alles Netzthema, dass wir hier irgendwann, ne, Festlegungskompetenz, Bundesnetzagentur kann durch Festlegung, ne, also hier sehen wir schon so erste Punkte, die dahin gehen in diese Richtung, ja, trotzdem wieder an Netzausbau, Verordnungsermächtigung. Das ist schon ganz schön heftig, weil das bedeutet, dass wir in Zukunft noch deutlich mehr aus den Händen der Bundesnetzagentur lesen werden. Ich glaube, hier habe ich auch schon was dazu gesehen. Ne? Genau, die Regulierungsbehörde kann gegenüber einzelnen oder mehreren Betreibern von Netzen, Bilanzkreisen, Transportkriterien die Bedingungen für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen festlegen. Hier steht es schon. Die Regulierungsbehörde, also die Bundesnetzagentur, kann gegenüber Marktteilnehmern anhand transparenter Kriterien die Bedingungen für den Netzzugang festlegen. Und dann haben wir hier die einzelnen Inhalte. Das ist also nicht mehr wie bisher über die Stromnetzzugangsverordnung zu regeln, sondern über das, was die Bundesnetzagentur dann beschließt. Auch hier, ne? Ausgestaltung des Bilanzierungssystems, Einrichtung und Abwicklung von Bilanzkreisen, bilanzielle Zuordnung von Energiemengen und so weiter. Wie das zu machen ist, kann die Bundesnetzagentur dann ändern. Das ist heftig. Also es wird wahrscheinlich nicht so sehr passieren, aber das heißt, dass hier tatsächlich in Zukunft der Gesetzgeber deutlich weniger Kraft hat, Änderungen am energiewirtschaftlichen Markt umzusetzen, sondern dass eben unsere Aufsichtsbehörde, Regulierungsbehörde, die Bundesnetzagentur, genau das eben tun wird. Die wird ganz klar hier also unabhängiger sein als bisher. Ganz schön heftig. Auch hier, ne, Regulierungsvorgaben für Anreize. Auch da wird das also die Bundesnetzagentur selbst alles bestimmen können. So wird also auch der Weg der Anreizregulierung vielleicht in Zukunft, ne, anders laufen als bisher. Da haben wir natürlich diese Übergangszeit. Das ist auch recht sinnvoll, weil das ja die wirtschaftliche Situation von Netzbetreibern auch in Frage stellen könnte, wenn jetzt hier eine gewisse Unsicherheit sofort zu sehen wäre. Heftig. Übertragungsnetzentgelte, bla bla bla. Also wir haben hier verschiedene Inhalte, die nicht uninteressant sind. Auch hier nochmal Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur. Also hier ist wirklich einiges ausformuliert, was dann auf jeden Fall unsere Realität ändert. Als Marktteilnehmer, als Marktexperten, irgendwann werden wir nur noch in historischen Auflistungen erwähnen können, dass es diese klassischen Verordnungen gegeben hat. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn man hier so durchscrollt, wird das am Ende darauf hinauslaufen, ne, dass wir eben genau das hier sehen können. Einerseits das Wegnehmen der bisherigen Bezüge auf die Verordnung, andererseits die Aussage, die Bundesnetzagentur darf jetzt. Und ansonsten hier vor allem der Hinweis darauf, dass es eben noch ganz viele Netzausbauanpassungen gibt, die hier eben auch im Energiewirtschaftsgesetz mit eingebracht worden sind. Das ist halt in gewissermaßen normale Praxis, dass man wie hier verschiedene Änderungen dann in ein Gesetzgebungsverfahren reinbringt. Es wäre gerade übersichtlicher, wenn wir das so in zwei Vorhaben hätten, aber da man ja davon ausgeht, dass hier mit Regierungsmehrheit das am Ende beschlossen wird, macht man sich da die Arbeit ein bisschen einfacher und macht eben nicht zwei parallele Gesetzgebungsverfahren. Ist ja eigentlich auch ganz, ganz bürokratisch sinnvoll, macht es aber für uns gerade ein bisschen unübersichtlicher, hier durchzuscrollen. Wenn ihr mehr über die Hintergründe nochmal lesen wollt, dann müsst ihr einfach wie so immer weiter runterscrollen, hier bis zur Seite 51. Dann kommt die Begründung. Nach so ein paar ursprünglichen kleinen Informationen zur Einordnung, was das nun alles bedeutet und wie das also läuft, habt ihr dann irgendwann nach so diesen verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit und Co. Inhaltliche Erklärung. Ne, ihr seht das ja hier so langsam, was dahinter steckt und was das eventuell für
Änderungen im Kontext der Bundesnetzagentur und so weiter sehen wird. So, und dann haben wir hier genaue Bezüge auf einzelne Änderungen. Ne? Also wenn ihr euch das genau durchlesen wollt, was Änderungen oben bedeuten, könnt ihr das hier unten dann nachlesen. Und deswegen sind es auch diese 132 Seiten, weil ganz streng genommen ist das ein richtig großer Wurf. Hiermit wird einmal tatsächlich vollständig gesagt, wir als Deutschland regeln nicht mehr über Verordnungen unsere Strom- und Gasmärkte in diesen Details des Netzzugangs oder Netzentgelte oder anderes Regulierung, sondern wir sagen, die Bundesnetzagentur darf dann im Großen und Ganzen tun, was sie für richtig hält, weil sie unabhängig ist. Hui. Wir werden das natürlich beobachten. Das ist jetzt, wie gesagt, noch ein Entwurf aus dem Ministerium. Der geht dann nochmal auf die Regierungsebene. Die würde dann beschließen. Das kann dann nochmal kleine Änderungen beinhalten. Und dann geht es erst in den Bundestag. Also gehen wir mal davon aus, dass das im Sommer sicherlich beschlossen wird, aber eben noch nicht jetzt im Mai. Vermutlich nicht. Davon können wir ausgehen. Das ist crazy. Das ist also, ich habe das am Anfang ja versucht, mal rüberzubringen, so emotional, was das bedeutet, weil als ich mir das durchgelesen habe, habe ich schon gedacht, das ist wirklich potenziell eine riesige Änderung für unsere energiewirtschaftliche Realität. Es war natürlich schon klar, nach diesem Verfahren in 21, dass das in etwa so passieren wird. Aber naja, man hat es dann halt so ein bisschen vor sich hergeschoben. Jetzt muss es eben gemacht werden. Ihr findet zu dieser Entscheidung damals unter auch diesem Titel verschiedene Blogbeiträge von zum Beispiel Wirtschaftskanzleien, die sich mit der Energiewirtschaft beschäftigen, oder von Beratungshäusern, die das ein bisschen zusammenfassen und die dann eben auch schon angedeutet haben, da wird wahrscheinlich die BNSA in Zukunft deutlich stärker dastehen. Und dieser Entwurf auf 132 Seiten zeigt uns das auch. Vermutlich wird in absehbarer Zeit unsere energiewirtschaftliche Regulierungsrealität einmal komplett umgeworfen sein. Na gut, wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten schaut euch einfach mal an, was es hier alles bedeuten könnte und was es vielleicht auch für euch als zum Beispiel energiewirtschaftlicher Marktteilnehmer bedeuten könnte, dass da in Zukunft euer Miteinander auch mit Marktpartnern oder mit euren Kunden oder mit Netzanschlüssen und so weiter, dass es eben wirklich anders laufen könnte, weil wir hier doch die ein oder anderen Anpassungen haben im untereinander. Also vor allem die Netznutzung wird damit, dass sich ein bisschen anders geregelt werden in Zukunft. Wahrscheinlich. Ja? Okay. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.